Das war ein mühsamer Start in den Tag. So, jetzt auf die Uhr gucken. Vielleicht am besten nicht. Aua! An so einer Stelle. Wir haben jetzt 9:30. Jetzt hier ein bisschen rumfahren und dann vielleicht eine Halbtageskarte in Hahnenklee lösen. Mal gucken, ob die sowas anbieten. Wenn ich irgendwann mal Internet hätte, könnte ich das nachschauen. Wetter soll heute nochmal richtig geil werden. Und abends dann Gewitter. Zumindest der Stand gestern. Ich würde gerne jetzt nochmal gucken, aber hier in diesem Wald kann man das vergessen. Aber es ist doch in Ordnung eigentlich hier rumzufahren. Selbst ohne Gefälle. Toll. Tschüss Fahrrad, ich putz dich nicht. Was soll ich dazu sagen? Ich hab's reingefahren. Das ist eine Gülle. Jetzt sind wir auf einem normalen Weg. Wieder Rehe. Ja, die kümmern sich gar nicht um mich. Wann sind die gut getan? 4 Stück. Richtig groß. Ich weiß schon ein bisschen, dass ich den Sonnenaufgang verpennt habe. Aber irgendwann braucht man auch mal Schlaf. Mein internes Richtungsmessgerät sagt irgendwie, Achtung, da will ich nicht hin, ich will da lang. Eisen? Sieht nach viel Eisen aus. Jetzt weiß ich zumindest mal, was ich heute mache. Und zwar 4 Stunden hier rumfahren und dann kommt Gewitter. Ja, und dann heute doch kein Hahnenklee, weil ich glaube, wenn Gewitter ist, fährt auch kein Lift. Und wenn kein Lift fährt, dann brauche ich auch kein Hahnenklee. So, da vorne kommt jetzt so ein ultra krasser Trail. Ich hoffe, meine Bremsen machen mit, weil die quietschen schon wieder. Gespannt sein, ey, nach dem, was ich alles gesehen und gehört habe hier. Fahren wir mal. Oh je, das geht gleich geil los. Zeug in der Fresse. Okay. Okay. Schauen wir mal hier lang. Oh. Ich wollte schon reinziehen, aber der lose Stein da unten. Jetzt habe ich keinen Schwung mehr. Das macht Spaß. Brauchen wir keinen Federweg. Die machen wir mal dicht. Oder zumindest auf Pedal. Hier kann ich nicht losrollen. Hoppa. Platten incoming. Ja, irgendwie hatte ich gedacht, dass das andere Bike vielleicht die bessere Wahl ist. Aber wenn es berghoch geht. Das andere ist so schwer und träge. Fahren wir mal blind irgend so einen verblockten Weg. Ist cool. Ha. Irgendwas. Quietscht da ganz gewaltig hin. Ist das das? Ist das der Dämpfer?
Es ist irgendwas nicht fest. Doch, bisschen nervig. Aber geiler Weg. Ja, der da, der ist der Flowkiller. Ja, Mann. Fail. Okay. Alter. Gefällt mir nicht so. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich glaube, die Stelle kenne ich aus dem Frank Schneider Video. Der ist ja auf zwei Arten gefahren irgendwie. Lass mal anrollen. Das ist ja ein Weg, hey. Ich bin doch kein Trailer. Komme ich da überhaupt hoch mit meinem Rad oder mit meinem Fahrrad? Wenn ich dann hier wäre, dann könnte man theoretisch rüber versetzen. Fehleinschätzungen sehen hier voll nach Schmerz aus. Wenn du nicht schnell genug bist. Nee, weißt du was? Ich bin doch kein Trailer. Okay. Die Stelle hat mich besiegt. Heute. Vielleicht komme ich wieder mit neuen Ideen und mehr Skill hoffentlich. Okay, was haben wir hier? Gibt es eine Linie hier? Abgesetzt, nö. Das fördert bestimmte Skills, die ich sonst nicht trainiere. Gott, oh Gott. Ja, zumindest brauche ich die Bremse hier nicht. Das ist schon steil. Oh. Hart. Cool. Äußerst cool hier. So, da nicht runterfallen. Muss man wieder einen anderen Gang anlegen. Hui. Cool. Generell ist hier alles cool. Ja, Procon 29 ist auf jeden Fall die Reifen, die Bodenfreiheit. Und das ist leicht beschleunigt. Kontra alles andere. Vielleicht fahre ich dann nochmal mit dem anderen Rad. Apropos Bodenfreiheit. Das hat jetzt nicht geklappt. Braucht man mehr Schwung, später mit dem anderen. Nach dem Ride hier stelle ich das 29er erstmal ab. Und dann kriegt es erstmal einen kompletten Service. Also cool, die Stellen auch Sinn. Ich kann niemandem raten, der so weniger Fahrtechnik hat, hier diesen Weg zu fahren. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Das sitzt hier. Es klappert die Mühle im rauschenden Bach. Klipp, klapp. Oder auch nicht. Ja, Radfahren ist auf allen Wanderwegen erlaubt. Nur wenige Wege sind dafür gesperrt. Beachten Sie, Wanderer haben Vorrang. Und wie man gesehen hat, verzichten sie sogar auf ihre Vorfahrt. Unglaublich. Vorlauf. Ist das Vorfahrt? Ja, Vorlauf. In der Wanderer. Ich glaube, mein Tagesziel heute ist, noch einmal diesen Weg runterzufahren und mich dann irgendwo hin zu chillen, wo es schattig ist, bis dann endlich das Gewitter kommt
Und dann gucken wir mal. Natürlich hübsch. Auch wenn ich lang geschlafen habe, bin ich immer noch müde. Klassiker. Also langsam zieht sich ein bisschen zu. Ja, Dummkopf, mach doch vorher den Sattel runter. Das ist jetzt schwierig. Oh nee.